Und dieses Cyborg-System ist besonders effektiv. Ein Spionage-Power-Staubsauger sozusagen, der Telefonate, E-Mails, alles aufsaugt. Made in Germany, im Ausland beliebt. Und dann haben wir uns gefragt, wenn in so vielen Ländern, über die wir inzwischen berichtet haben, die deutsche Abhörtechnik so begehrt, weil anscheinend so gut ist, wer sagt uns dann eigentlich, dass sie nicht auch hier bei uns eingesetzt wird? Christian Bergmann und Markus Weller berichten. Der Vertrieb von Überwachungstechnik ist ein äußerst diskretes Geschäft. Öffentlich zugänglich sind nur die wenigsten Informationen, auch über Cyborg. Die Firma kommt aus dem Saarland. Auf Computermessen wie der CeBIT präsentiert sie wie hier im Jahr 2006 stolz ihre Spionagetechnik. Die Kunden, deutsche Ermittlungsbehörden. Das Angebot? Telefongespräche abhören, Datenverkehre auswerten, E-Mails lesen, Chatverkehre anschauen und so weiter. Wir finden bei unseren Recherchen fast überall in der Republik Cyborg-Überwachungstechnik. Fakt liegen Dokumente vor, aus denen hervorgeht, dass millionenschwere Cyborg-Technik in mindestens 5 deutschen Bundesländern angeschafft wurde. Darunter die Bundeshauptstadt Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Hessen und Nordrhein-Westfalen. Offiziell gibt kaum ein Bundesland den Einsatz der Spitzeltechnik zu. Immer aber wird betont, Zitat, alle bei der Polizei für die Telekommunikationsüberwachung vorhandenen Anlagen werden ausschließlich im Rahmen der geltenden rechtlichen Bestimmungen betrieben. Ist das tatsächlich so? Wir besuchen Harald Friedrich, einen ehemaligen Abteilungsleiter im Umweltministerium von Nordrhein-Westfalen. Weil er sich für die Aufklärung eines Trinkwasserskandals engagierte, wurde er von Amts wegen ausspioniert. Sein Telefon und sein E-Mail-Verkehr werden von der Polizei komplett abgehört. Im Amtsdeutsch heißt das TKÜ, Telekommunikationsüberwachung, angeordnet aufgrund falscher Anschuldigungen. Dort wurden Vorwürfe erhoben, die es in der Realität nicht gab. Die haben aber ausgereicht, dass sie von dem Amtsgericht in Wuppertal die Erlaubnis bekommen haben, über 40 Personen mit einer TKÜ zu überwachen. Das waren 4.500 Telefongespräche und 2.500 E-Mails, die da abgefangen wurden. Eingesetzt wird Cyborg-Abhörtechnik. Sie zeichnet unkontrolliert alles mit. Auch verbotene Inhalte wie private Gespräche, Unterhaltungen mit Rechtsanwälten und sogar mit Abgeordneten des Bundestages. Ein Untersuchungsausschuss stellt schließlich Friedrichs Unschuld und die Rechtswidrigkeit der Überwachung fest. Es wird angeordnet, die Daten umgehend zu löschen. Doch löschen kann die Cyborg-Technik gar nicht, obwohl das gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist. Die Funktion löschen muss die Polizei beim Hersteller extra bestellen und mit 130.000 Euro teuer bezahlen. Mehr noch, Techniker der Firma Cyborg haben sogar Fernzugriff auf das gesamte Überwachungssystem. Für den Chaos Computer Club sind dies Belege dafür, dass die Behörden die rechtlichen Spielregeln für ihre brisante Technik oft nicht einhalten. Man hat schon auch den Eindruck, dass bei der Polizei die Einhaltung der gesetzlichen Rahmenbedingungen in Bezug auf die Fristen, nach denen erhobene Daten gelöscht werden müssen, ignoriert werden. Das heißt, die Polizei schert sich da um die rechtlichen Rahmenbedingungen ihres Handelns im Detail oftmals erschreckend wenig. Harald Friedrich fordert seit 3 Jahren die Behörden auf, die illegal abgehörten Gespräche endgültig zu löschen. Dennoch tauchen die Daten in verschiedenen Behörden immer wieder auf. Für Friedrich eine Bankrotterklärung der Ermittlungsbehörden und des Rechtsstaates. Ich fühle mich so, dass dieser Staat, für den ich viele Jahre lang sehr intensiv gearbeitet habe, sich an dieser Stelle wie ein Unrechtsstaat verhalten hat und er wie die 2 Vorgängerstaaten dieser Republik. Die undurchschaubare Grauzone zwischen Ermittlungsbehörden und Herstellerfirmen wird von keiner unabhängigen Instanz beaufsichtigt. Hier agieren wir im Moment im luftleeren Raum. Die Behörden haben ihre Anforderungen. Die Hersteller versprechen, dass diese Anforderungen eingehalten werden. Aber es gibt keine Überprüfungsinstanz. Die Polizei lässt sich natürlich hier auch ein bisschen ungern in die Karten schauen. Das kann man verstehen. Aber umso wichtiger wäre es eigentlich, dass unabhängige Behörden im Zweifelsfall hier tatsächlich gegenprüfen. Denn anscheinend findet unkontrollierte Überwachung nicht nur in Diktaturen, sondern auch
in unserem Rechtsstaat.